das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend. Die Tragödie an der neuesten tödlichen Eskalation in Israel ist, dass man das Gefühl hat, das hat man alles schon mehr als einmal gesehen. Und das hat man auch. Militante palästinensische Jugendliche einer neuen Generation ohne Zukunftsperspektive greifen im Westjordanland israelische Sicherheitskräfte an und umgekehrt. Weder die israelische Regierung noch die Führung um Palästinenser Präsident Abbas konnten diesen erneuten Ausbruch von Gewalt verhindern. Immer wieder greifen einzelne palästinensische Attentäter überraschend Passanten mit dem Messer an, um sie zu töten. Zwei solcher Attentäter hat die israelische Polizei heute in Jerusalem erschossen. Und das israelische Kabinett beschloss letzte Nacht den Einsatz von noch mehr Sicherheitskräften, auch in Ostjerusalem. Markus Rosch. Israelische Soldaten im Schatten des Felsendoms. Sie verstärken nun die Polizei. Seit heute Morgen werden arabische Viertel in Ostjerusalem abgeriegelt. Kontrollpunkte aus Betonpfeiler werden bei Ras el Amud errichtet. Israel will dadurch weitere Gewalt verhindern, sogenannte einsame Wölfe, Attentäter, die wahllos Menschen angreifen, abschrecken. Doch die Sicherheitsmaßnahmen treffen vor allem die Palästinenser in Ostjerusalem. Ihr Unmut wird immer größer. Nun können sie sich noch weniger als sonst bewegen. Jerusalem, eine zerrissene Stadt unter Höchstspannung. Diese Aktionen führen doch zu nichts. Das macht doch alles nur noch schlimmer. Die Gewalt schaukelt sich hoch. Und dann fliegen wie aus dem Nichts Tränengasgranaten. Alltag in Jerusalem dieser Tage. Vor allem der Zorn bei palästinensischen Jugendlichen ist groß. Keine Jobs, eine unfähige Regierung, Schikanen durch Israel. Das steigert den Zorn, das schafft den Nährboden für Gewalt. Jeder von uns ist hier arbeitslos. In Ost-Jerusalem gibt es überhaupt keine Jobs. Und die Israelis geben uns keine Arbeit, weil sie denken, dass wir alle Terroristen sind. Eine fast gespenstische Ruhe herrscht in der Altstadt. Geschlossene Läden, die Menschen auf den Straßen sind verunsichert. Die Angst vor Attentaten und Racheakten sitzt tief. Man belauert sich. Die Händler machen kaum Umsatz, fürchten um ihre Existenz und das schon seit über einem Jahr seit dem Gaza-Krieg. Eine neue Intifada will hier keiner. Alle haben Angst. Niemand kommt mehr hierher. Schau mal, es gibt nur noch zwei Läden, die offen haben. Einige Meter weiter, das jüdische Viertel in der Nähe der Klagemauer. Sonst stehen die Menschen hier Schlange. Jetzt sind nur wenige Gläubige unterwegs. Wir treffen nur eine kleine israelische Touristengruppe, die Stimmung kämpferisch. Viele haben die Bilder von den Attentatsopfern noch im Kopf. Wir kämpfen hier, das ist unser Land. Wir sind hierher von Gott geschickt worden. Wir müssen uns draußen zeigen, das ist unsere Stärke. Angst dürfen wir nicht haben. Wir haben eine starke Armee und eine starke Polizei. Uns zwingt man nicht auf die Knie. Zurück am Rand von Ostjerusalem, in Sham el-Mukaba. Trauern Sie um Allah, denn Allah hat gestern mit seinem Auto willkürlich Menschen gerammt und dann einen Rabbi erstochen. Keinem hat er von seinem Plan erzählt. Die Häuser der Familie sollen jetzt zur Strafe zerstört werden. Der Vater kann das alles nicht verstehen. Er ist doch verheiratet. Mein Sohn hat drei Kinder. Der Älteste ist erst 7,5 Jahre alt. Wieso denn? Am Abend werden weiter Kontrollpunkte gebaut. Für den Freitag planen die Palästinenser einen Tag des Zorns. Wie soll es hier weitergehen bei dieser Verbitterung und diesem Hass? Keiner weiß es. Und in Tel Aviv spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Richard Schneider. Richard, welche Maßnahmen hat denn die israelische Regierung insgesamt beschlossen und wie werden die Palästinenser nun darauf reagieren? Nun, es gibt zwei Maßnahmen, die sehr wichtig sind. Das eine ist, dass weitere 6 Bataillone von Militärpolizei und das, was bei uns in Deutschland der Bundesgrenzschutz ist, nach Jerusalem geschickt wurde und weitere Bataillone an andere neuralgische Punkte. Und vor allem, man hat damit begonnen, die arabischen Stadtviertel in Ostjerusalem abzuriegeln, Checkpoints zu errichten, zu kontrollieren, wer reingeht, wer rausgeht. Und man versucht so irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Aber wir haben ja auch heute gesehen, es gab wieder 2 Messerattacken in Jerusalem. Das allein wird natürlich nicht helfen. Richard, es gibt insgesamt ja die Befürchtung, es werde jetzt, und das ist eben das Schlagwort, zu einer neuen, der dritten Intifada kommen. Teilen Sie denn diese Einschätzung?
Nun, wir haben jetzt diese Unruhen schon seit etwa 13 Tagen. Und das Besondere an diesen Unruhen ist, dass sie ja nicht gesteuert und nicht organisiert worden sind. Wie das etwa bei der zweiten Intifada vom Islamischen Dschihad oder von der Hamas, zum Teil auch von der Fatah geschehen ist. Wir haben hier Einzeltäter überwiegend. Und das ist das, was es auch völlig unkontrollierbar macht für die Israelis, aber auch für die palästinensische Autonomiebehörde, die damit auch nicht umgehen kann. Man weiß also im Moment nicht, wie man das eindämmen kann. Und daher ist zu befürchten, dass dieses Momentum weitergeht, dass die Menschen weitermachen, dass sich jetzt etwas, was sich so lange aufgestaut hat, jetzt einfach Luft macht und dass einfach noch mehr, leider Gottes, an solchen Attentaten zu erwarten ist. Also keine guten Aussichten erstmal. Herzlichen Dank, Richard Schneider, nach Tel Aviv für diese Information. Die Eskalation der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern kommentiert Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk. Was wir zurzeit in Israel erleben, ist ein Abbild der Lage in der Welt. Aus den Fugen geraten, keiner Ordnung gehorchend, explosiv täglich eskalierend, Ausgang ungewiss. Was global gilt, passiert auch hier. Die Gewalt entzieht sich jeder Kontrolle, der Steuerungswille der Politik läuft ins Leere auf beiden Seiten. Israels Premier Netanyahu genauso hilflos wie Palästinenser Präsident Abbas. Wir erleben totale Perspektivlosigkeit und sich daraus speisende Aggression, vor allem junger Palästinenser. Gott sei Dank sind es noch Einzeltäter und wenig spricht für eine dritte Intifada. Alles ist extrem unübersichtlich und schwer kalkulierbar in diesen Stunden. Abbas ist schwach und Netanyahu ist getrieben von den extremen Rechten in seiner Regierung. Wenn sich die Lage weiter zuspitzt, wird Israel die Gewalt mit noch mehr Gegengewalt beantworten. Dem Terror folgt die Vergeltung. Und ich bin mir sicher, in ein paar Tagen wird es so sein wie immer. In der Welt und besonders hierzulande wird man gewohnten Reflexen folgend wieder über den Aggressor Israel und die Opfer auf palästinensischer Seite reden. Warum ist es eigentlich so schwer zu verstehen, was das Trauma der Menschen in Israel ist, bedrängt von Nachbarn, die das Land erklärtermaßen vernichten wollen? Das Trauma heißt, wehrlos und schutzlos und wieder Opfer zu sein. Israel ist ein Land im täglichen Verteidigungszustand, auch jetzt. Dies erklärt nicht alles, aber vieles. Sigmund Gottlieb kommentierte. Erst in mehr als einem Jahr wird in den USA ein neuer Präsident oder eben eine neue Präsidentin gewählt. Doch schon heute bestimmt das Thema regelmäßig die politische Tagesordnung des Landes. Und mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jens Rieber. Nach den Republikanern haben sich jetzt auch die Kandidaten der Demokraten einer ersten Fernsehdebatte gestellt. 5 Bewerber nahmen teil, unter ihnen die frühere Außenministerin Clinton und der Senator von Vermont Sanders. In den USA entscheiden die Anhänger der Parteien bei Vorwahlen, wer als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Live aus Las Vegas übertrug der Sender CNN die erste Debatte der 5 Bewerber ums demokratische Ticket. Aber eigentlich ging es nur um 2 von ihnen, um Hillary Clinton, ehemals Außenministerin und Favoritin, und um den linken Außenseiter Bernie Sanders, der Clinton überraschend erfolgreich herausfordert. Er kam gleich zur Sache. Millionäre und Milliardäre pumpen unglaublich viel Geld in die Politik, finanzieren den Wahlkampf vieler Abgeordneter, damit die ihre Interessen vertreten, nicht die der Arbeiter. Das unterhöhlt unsere Demokratie. Auch Clinton, selbst Millionärin, forderte mehr Steuern für Reiche und griff in einem anderen Punkt scharf an. Sanders sei in puncto Waffengesetze viel zu lasch. Wir müssen uns gegen die Waffenlobby stellen. Die Mehrheit in unserem Land findet Hintergrundkontrollen bei Waffenkäufen richtig. Aber Senator Sanders hat schon 5-mal dagegen gestimmt. Uneinigkeit auch beim Thema Russland. Sanders sagte, er glaube, dass Putin sein Vorgehen auf der Krim längst bereue. Clinton hingegen forderte Entschlossenheit. Man dürfe sich von Putin nicht herumschubsen lassen. Nur in den Werbepausen kam der Mann vor, den viele gerne auf der Bühne sehen, Vizepräsident Joe Biden, der sich bislang nicht zur Kandidatur entscheiden kann. Mit den Spots wollen seine Fans ihn überreden. Joe, run, steht da, kandidiere. In Umfragen führt Clinton mit 18 Prozentpunkten vor Sanders. Vielen Beobachtern galt sie als Siegerin der Debatte. Aber auch der vielen Amerikanern bislang unbekannte Sanders konnte erstmals vor großem Publikum punkten.
Die Bundesanwaltschaft hat im Großraum Frankfurt einen Deutschen festnehmen lassen, der sich in Syrien wegen eines Kriegsverbrechens strafbar gemacht haben soll. Dem 20-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, er habe mit abgetrennten Köpfen von Getöteten posiert und Bilder davon über das Internet verbreitet. Dadurch seien Menschen in schwerwiegender Weise entwürdigend und erniedrigend behandelt worden. 4 Tage nach einem der schwersten Terroranschläge in der Geschichte der Türkei hat Staatschef Erdogan personelle Konsequenzen gezogen. Er entließ den Polizeichef sowie die Leiter der Sicherheits- und Geheimdienstabteilung von Ankara. Noch immer ist unklar, wer hinter dem Attentat mit fast 100 Toten steht. Die türkische Regierung vermutet die Terrormiliz Islamischer Staat oder die verbotenen kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag. In der bayerischen Stadt Passau kam alleine in der vergangenen Woche rund 32.500 Flüchtlinge an. Das sind am Tag durchschnittlich 4.650. Und all diese Menschen angemessen aufzunehmen, das stellt die Behörden, übrigens einschließlich der freiwilligen Helfer, vor enorme Herausforderungen. Und weil das inzwischen in ganz Bayern so ist, haben sich die dortigen Landräte denn auch mit einem Hilferuf an den bayerischen Ministerpräsidenten gewandt. So könne es nicht weitergehen. Und während Horst Seehofer an seiner Kritik an der Kanzlerin festhält, stellte diese sich am Abend der CDU-Basis im sächsischen Schkeuditz. Steffi Staus beginnt ihren Bericht mit der Lage in Bayern. Das niederbayerische Simbach am Inn. Täglich überqueren bis zu 700 Flüchtlinge die Grenze. Das Innufer ist ihre erste Station in Deutschland. Zelte sollen fürs Erste Schutz bieten. Vor Regen und vor Kälte. Ein ähnlich provisorisches Bild ganz in der Nähe. Auf blankem Boden, auf Beton, lediglich mit einer Plastikplane abgedeckt, haben Flüchtlinge hier übernachtet. Eigentlich ein Wartebereich, aus dem Asylsuchende innerhalb von Stunden weitergeleitet werden sollen. Doch es fehlen die Kapazitäten. Landräte in den Grenzregionen wissen oft nicht mehr, wie sie die Menschen unterbringen sollen. Erneut haben sie einen Hilferuf an die bayerische Staatsregierung gestartet, ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten eingefordert, denken sogar über einen Aufnahmestopp in Bayern nach, wie ein ungebremstes Weiterleiten in andere Bundesländer. Wenn es nicht mehr anders geht, dann muss man ein Zeichen setzen gegenüber den anderen europäischen Mitgliedstaaten. So kann es nicht sein, dass Deutschland die große Hauptlast trägt und andere sich wegducken. Wir sind in starke Vorleistung gegangen. Jetzt sind einmal die anderen Bundesländer dran. Die haben den Königsteiner Schlüssel wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen bisher in keiner Weise erfüllt. Die sollen jetzt einmal die Asylbewerber aufnehmen. Eine Begrenzung des Zuzugs fordert Ministerpräsident Seehofer schon seit langem. Eine Zustimmung zu den sogenannten Transitzonen hatte er der Bundeskanzlerin bereits abgerungen. Jetzt will er die Verantwortung für die Situation nicht mehr tragen. Deshalb muss der Bund sämtliche Bundesliegenschaften zur Verfügung stellen und in eigener Verantwortung dort die Flüchtlinge unterbringen. Dazu zählen beispielsweise alle Kasernengelände, auch solche, die mit Soldaten belegt sind. Druck bekommt die Kanzlerin allerdings auch aus den eigenen Reihen. Am Abend bei einer Veranstaltung mit der CDU-Basis im sächsischen Schkeuditz. Es geht nicht, wir können nicht alle aufnehmen. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Leute kümmern, die hier vor Ort sind. Und wir sind voll. So, und die Leute haben kein Verständnis mehr, dass jeden Tag noch welche dazukommen. Die Kanzlerin gibt sich zwar nach wie vor zuversichtlich, allerdings mit Einschränkungen. Und wir schaffen das nicht ganz alleine. Da müssen wir auch viel tun, darüber habe ich gesprochen. Sondern wir schaffen das nur zusammen mit Europa. Und wir schaffen es nur, indem wir uns auch um die Fluchtursachen kümmern. Die Ungeduld wächst, vor allem in den bayerischen Grenzregionen. Der Winter naht und verschärft die Situation zusätzlich. Ja, aber es ist eben nicht nur in Bayern, sondern überall in Deutschland ächzen die Kommunen angesichts von immer mehr Flüchtlingen. In Berlin zum Beispiel herrschen vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem LAGESO, seit Wochen chaotische Zustände. Stundenlang müssen Neuankömmlinge anstehen, um sich überhaupt erst einmal als Asylbewerber registrieren zu lassen. Die Städte und Gemeinden arbeiten fieberhaft daran, die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Anke Hahn dazu. Einer schläft noch. Es ist 7 Uhr morgens vor dem Gelände der Berliner Erstaufnahme für Asylsuchende im Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz LAGESO. Viele der Flüchtlinge haben die Nacht hier verbracht, um möglichst weit vorn in der Schlange stehen zu können. Sie wissen, nur die Ersten kommen heute hier an die Reihe.
Das Amt schafft nur etwa 200 Registrierungen täglich. Alle anderen müssen wiederkommen und stundenlang warten. Jeden Tag neu. Die Stimmung in der Schlange ist schlecht. Dieser Syrer ist seit 13 Tagen hier, steht an von Mitternacht bis 19 Uhr. Alles wäre noch schlimmer, wenn nicht ehrenamtliche Helfer die größte Not mildern würden. Die Organisation hier, die ist einigermaßen mangelhaft. Das Essen, was es hier gibt, die Verteilung, die mussten wir zum Beispiel auch unterstützen. Die medizinische Versorgung, die würde ohne uns nicht laufen. Es sind Situationen wie diese, die den Städte- und Gemeindebund und die Deutsche Polizeigewerkschaft veranlassen, mehr Unterstützung für die Betreuung der Asylsuchenden zu fordern. Sie fürchten eine Überlastung. Wir brauchen mehr Ordnung und Sicherheit im System und in den Abläufen. Wir beobachten in den Städten und Gemeinden, dass die Stimmung zu kippen beginnt. Und sie beginnt auch deshalb zu kippen, weil Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, der Staat ist nicht mehr in der Lage, das vernünftig zu organisieren. Mehr Geld, mehr Personal, schlankere Verwaltung. Das würde man auch im Flüchtlingsheim der Berliner AWO im Wedding begrüßen. Aber das allein reiche nicht. Hier ist man stolz, den Bewohnern ein quasi familiäres Umfeld zu bieten, trotz nicht wirklich geeigneter Räumlichkeiten in einer ehemaligen Schule. Voraussetzung dafür, gute Sozialarbeit und keine Überbelegung. Deshalb ärgert man sich auch, dass immer wieder Flüchtlinge nachts kurzfristig untergebracht werden müssen, weil das Lageso ihnen noch keinen Schlafplatz zugewiesen hat. Das soll jetzt besser werden, erklärt heute zumindest Berlins Sozialsenator. Ab morgen wird es eine neue Erstaufnahmestelle geben in einer ehemaligen Bank. Das Besondere, alle notwendigen Behörden sind unter einem Dach, sodass am selben Tag, an dem der Asylantrag gestellt wird, gleich darüber entschieden wird. Ein solches Verfahren kann sowohl bei Flüchtlingen, die keine Bleibeperspektive haben und das vierte oder fünfte Mal einen Folgeantrag gestellt haben, mit der Rückführung tagesgleich erfolgen. Aber ebenso kann es tagesgleich für jene Flüchtlinge erfolgen, die sicher in Deutschland bleiben werden, die dann sofort den Zugang zur Arbeit haben. Zunächst könne man täglich 100 Fälle bearbeiten, ab Januar 1000. Der Eingangsbereich mit eigens aus dem Pannenflughafen BER hierher transportierten Sesseln bietet Platz zum Warten, warm und trocken. Wird nun ab morgen alles besser? Heute Abend zumindest ist es am alten Lageso leer. Davor aber wird schon wieder gewartet. Eine weitere Nacht im Freien, um morgen ganz vorn in der Schlange zu sein. Als fürsorgliche Mutter der Kompanie inmitten der richtig harten Jungs, so präsentiert Verteidigungsministerin von der Leyen sich gerne. Und so kam das Urteil über das Sturmgewehr G36 im September denn auch wie aus der Pistole geschossen. Für schlecht befunden und ausgemustert. Bei Hitze sei die Waffe nämlich nicht treffsicher, so hieß das. Von der Leyens Truppe aber sieht das offenbar etwas anders. Eine Befragung unter Soldaten ergab, dass G36 trifft. Doch gerade in Auslandseinsätzen sei die Waffe immer sehr zuverlässig gewesen. Und so muss sich die Ministerin natürlich nun Fragen stellen lassen. Hat sie sich voreilig aus der Deckung gewagt? Hat sie überstürzt das Aus für das angebliche Problemgewehr verkündet? Marian von Ahren. Was geschah am 2. April 2010? Drei deutsche Soldaten gerieten bei Kunduz in Afghanistan in einen Hinterhalt. Im Feuergefecht mit Taliban wurden sie getötet. Haben ihre Gewehre versagt? Hat das G36 wegen Präzisionsmängeln keinen Schutz geboten? Eine Untersuchungskommission im Auftrag von Verteidigungsministerin von der Leyen kommt zu dem Schluss, dass also keine deutschen Soldaten durch Präzisionsabweichung des G36 zu Schaden gekommen sind, verwundet wurden oder gar getötet wurden. Das konnten wir durch unsere Untersuchungen eindeutig und klar ausschließen. Das G36. Seit 5 Jahren steht Deutschlands Standardgewehr selbst unter medialem Dauerbeschuss. Im Labortest tauchten Präzisionsprobleme auf. Unter Extrembedingungen schoss es extrem daneben. Doch Labor ist nicht das Leben. Die Kommission sprach mit 150 Soldaten, ließ sich Erfahrungen aus Gefechten schildern. Pannengewehr? Keineswegs. Die Einsatz- und Gefechtserfahrungen der Soldaten widersprechen dieser Qualifizierung des G36. Also zumindest eine Teilrehabilitierung des G36. Aber warum erst jetzt, nach 5 Jahren Streit und hin und her?
Im Visier das Ministerium selbst. Keine Datenerfassung, keine Steuerung bei Rüstungsprojekten. Papiere geistern von Abteilung zu Abteilung. Zustände wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten. Die Zeit, in der wir Panzer manuell gezählt haben und das gemeldet haben, Entschuldigung, meine Damen, meine Herren, die Zeit müsste an sich vorbei sein. Sie können ein modernes Controlling bei einer so großen Organisation nur noch mit einer ordentlichen IT schaffen, sonst wird das nie funktionieren. Auch die Opposition zielt auf die offenen Flanken, die der Untersuchungsbericht offenlegt. Das heißt, in dem Ministerium herrscht auf der einen Seite ein Drehtüreffekt zwischen Ministeriumsmitarbeitern und Rüstungslobby und auf der anderen Seite Chaos. Für die Ministerin kommen die Analysen nicht überraschend. Ihr ist schon länger klar, was die Vorgänger ihr hinterließen. Warum hat es Jahre gedauert, dass die Organisation Bundeswehr in der Lage war, schlussendlich dann diese Ergebnisse glasklar auf den Tisch zu legen? Es hat Jahre gedauert, bis die Informationen kamen. Wir werden das jetzt analysieren, in Ruhe aufarbeiten und dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das ganze Getöse um das G36 und seinen Hersteller Heckler & Koch, war alles nur heiße Luft? Nicht ganz. Die Ministerin will weiter klagen gegen das Unternehmen auf Schadensersatz wegen Qualitätsmängeln. Auch nach 5 Jahren kommt das Sturmgewehr nicht aus der Schusslinie. Die Krankenkassenbeiträge werden im kommenden Jahr wohl steigen. Noch einmal Nachrichten mit Jens Rieber. Der Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt hat heute seine Prognose dazu abgegeben. Demnach wird der sogenannte Zusatzbeitrag um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte steigen. Das entspricht einem Betrag von bis zu 100 Euro pro Jahr. Den Zusatzbeitrag müssen die Versicherten allein aufbringen. Er kann je nach Krankenkasse variieren. Als Gründe für den Anstieg gelten der medizinische Fortschritt, die älter werdende Gesellschaft sowie neue Gesetze wie etwa die Krankenhausreform. Die Bundesregierung rechnet trotz schwächelnder Weltwirtschaft weiterhin mit einem stabilen Wachstum. Für das laufende Jahr wurde die Prognose nur leicht auf 1,7% gesenkt. Im kommenden Jahr gehe man unverändert von einem Zuwachs von 1,8% aus. Laut Wirtschaftsminister Gabriel tragen vor allem steigende Einkommen und die gute Lage am Arbeitsmarkt dazu bei. Die Bundesregierung will sicherstellen, dass die Energiekonzerne ihren finanziellen Anteil am Atomausstieg auch wirklich tragen. Das Kabinett beschloss dazu heute einen Gesetzentwurf. Er soll beispielsweise verhindern, dass der Steuerzahler einspringen muss, wenn die Unternehmen ihre Atomsparte in finanzschwache Tochtergesellschaften abspalten. Die AKW-Betreiber haben Milliarden für Rückbau und Endlagerung zur Seite gelegt. Ihre wirtschaftliche Situation hat sich durch den Atomausstieg jedoch deutlich verschlechtert. Die Commerzbank soll ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen, weil sie ihren Kunden offenbar dabei geholfen hat, Steuern zu hinterziehen. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat sich die Bank mit der Staatsanwaltschaft Köln auf eine Summe von 17 Millionen Euro verständigt. Im Gegenzug werden den Angaben zufolge die Ermittlungen eingestellt. Und ein Blick auf die Börsendaten. Der Dow Jones schloss am Abend schwächer bei 16.925 Punkten. Der DAX verlor 1,2% und ging mit 9.916 Punkten aus dem Handel. Ein Thema, das Anleger heute beschäftigte, waren Übernahmepläne am deutschen Immobilienmarkt. Mehr dazu von Anja Kohl. Der Immobilienmarkt boomt, die Mieten steigen. Bei den Immobilienunternehmen grassiert das Übernahmefieber. Im Zentrum steht der Deutsche Wohnen-Konzern mit 140.000 Wohnungen. Der DAX-Konzern und Branchenführer Vonovia, früher bekannt als Deutsche Annington, will ihn übernehmen, hat ein Angebot vorgelegt. Entstehen würde mit gut 500.000 Wohnungen ein noch größerer Konzern. Deutsche Wohnen will sich aber mit dem Konkurrenten LEG zusammenschließen, um zu Vonovias Größe aufzuschließen. Der Deutsche Wohnen Vorstand hat Vonovia abgewiesen. Das letzte Wort haben nun die Aktionäre auf der Hauptversammlung. 9 Milliarden Euro bietet Vonovia für Deutsche Wohnen, verlockend für Deutsche Wohnen Aktionäre. Die Aktie stieg. Die anderen beiden aber fielen. Vonovia müsste die Übernahme finanzieren. Für LEG könnte der eigene Plan scheitern. Durch Großfusionen können die Konzerne in der Verwaltung sparen, Mieten leichter erhöhen. Genau dies befürchten Mieterschützer. Noch dazu entstünde durch eine Fusion keine einzige neue Wohnung. Ein erster Wintereinbruch hat heute in weiten Teilen Deutschlands für Frost und Schnee gesorgt. Mancherorts schneite es bis ins Flachland. Wie hier im Landkreis Hof in Bayern wurden viele Menschen vom frühen Winter überrascht. Im Erzgebirge, im Vogtland und im Thüringer Wald lag der Schnee laut Wetterdienst bis zu 12 Zentimeter hoch.
Und vom Schnee ganz schnell zur Torte. Sie ist nämlich der Schrecken aller Ernährungsexperten. Sie ist schokoladig, sie ist sahnig, sie ist fruchtig und dazu natürlich auch ein ordentlicher Schuss Schnaps. Auch wenn Obst drin ist, gesund ist die Schwarzwälder Kirschtorte natürlich nicht, aber sie ist dafür ein Klassiker der Kaffeetafel und für viele auch heute noch ziemlich unwiderstehlich. Neben dem Bollenhut und der Kuckucksuhr ist sie außerdem der ganzen Welt die wichtigste Botschafterin einer ganzen Region. Vor 100 Jahren wurde diese Torte zum ersten Mal gebacken, und zwar nicht im Schwarzwald. Jenny Rieger und Florian Gedin machen richtig Appetit. Da steht sie, thront sie, die Königin der Torten, sahnegewordene Verführung, Schwarzwälder Kirsch. Mit Schokostreuseln, dunkel wie der schwarze Wald, mit knackigen Kirschen, so rund und sinnlich wie der Bollenhut, und mit Sahne, ganz viel Sahne, weiß wie die schneebedeckten Hügel ihres Namensgebers tief im Südwesten. Und deshalb kommt sie, na, woher wohl? Aus dem Schwarzwald. Das weiß ich nicht. Können Sie es mir sagen? Aber gerne doch. Die Schwarzwälder Pracht entstand nämlich hier in Bad Godesberg, im Rheinland also. So kann's gehen. Hier kam der Konditor Josef Keller vor genau 100 Jahren auf seine famose wie kalorienreiche Idee, simple Zutaten endlich vereint. Kirschen, Schokolade, Sahne, Schnaps, genauer Kirschwasser. Macht zusammen. Schmeckt. Wunderbar, wunderbar. Und dann die Schokolade oben noch so geschabt. Wunderschön, perfekt. Dieser Siegeszug der Sahneschnitte, er währt seit 100 Jahren und er ist nicht zu stoppen. Von der Handarbeit zur Massenproduktion, von der Spezialität zur Retortenware. Schwarzwälder Kirsch in aller Munde, auch wenn ein Leben ohne wahrscheinlich gesünder wäre. Wie kann ich mir denn mein Leben vorstellen ohne Schwarzwälder Kirschtorte? Auf ein Stückchen Schwarzwälder Kirsch, also verzichte ich nicht. 100 Jahre Schwarzwälder Kirschtorte. Ein Genuss, der uns damals wie heute sprachlos zurücklässt. Und das liegt nicht nur am vollen Mund. Ja, ja, die gefährliche Torte. Naja, Wetter. Erste Sahne, Claudia, wird das Wetter wohl morgen nicht. Oder vielleicht doch. Nein, Thomas, und es gibt doch kein Sahneschnittchen. Aber weiß wird's trotzdem. Das hat nichts mit Sahne zu tun, sondern nochmal mit Schnee. Dann eher Schwarzwald und Alp. Und glatt werden kann's. Das ist jetzt wirklich im Moment so richtiger Winter im Herbst. Man mag es irgendwie gar nicht glauben, aber so lange hält es auch nicht an. Ich kann zumindest versprechen, es wird auch mal wieder wärmer und zwar gar nicht mal so weit entfernt. Aber heute wirklich zum Teil richtig kräftiger Schnee. Braunlage 3 cm, Blankenrad in der Eifel 2, Fichtelberg 11 cm. Und es hat schon lange nicht mehr so früh geschneit. Zum Beispiel im Harz am 14.10.1981, also wirklich genau am gleichen Tag, aber schon lange her. Auf dem Fichtelberg am 9.10.2011 und die Aufzeichnungen reichen bis 1947 in Blankenrad bis dahin noch gar nie, zumindest nicht laut unseren Aufzeichnungen. Auch morgen früh kann es noch mal glatt werden, denn in der Nacht kommt ein neues Regengebiet aus südöstlichen Richtungen. Das breitet sich weiter aus, Schwarzwald-Alb, Schneefallgrenze so rund 400-500 Meter. Am Alpenrand bei 700 bis 800 Metern. Auch in den Mittelgebirgen kann es glatt werden, da eher durch gefrierenden Regen. Denn die Temperaturen gehen zurück auf Werte von 6 bis 0 Grad in höheren Lagen. Leicht frostig, wenn da der Regen fällt, dann kann es zu gefährlicher Glätte kommen. Morgen Vormittag verbreitet dichte Wolken, es regnet immer wieder. Im Laufe des Nachmittags kommt der Regen weiter nach Nordwesten voran. Dann in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz auch mal stärkerer Regen. Ein bisschen Sonne im äußersten Südwesten und auch Richtung Ostsee. Die Temperaturen bleiben morgen noch ziemlich verhalten, meist zwischen 6 und 10 Grad. An Nord- und Ostsee ist es wärmer, 11 bis 12 Grad. Der Wind dazu meist schwach bis mäßig. Er dreht sich gegen den Uhrzeigersinn um dieses Tief, das da südöstlich von uns liegt. Danach immer noch nass. Kräftiger Regen am Freitag, vor allem im Norden. Temperaturen aber im Osten schon wieder bis 12 Grad. Und am Samstag dann verbreitet sogar 11 bis 13 Grad mit kurzen sonnigen Abschnitten. Aber wechselhaft wird es trotzdem sein. Vielen Dank, Claudia, dafür. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Im Anschluss sehen Sie das Wirtschaftsmagazin Plus Minus und gegen 10 nach 1 nochmal die Tagesschau. Wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Musik